Folge 6, es geht bergab mit uns, mit den Goten. Vor allem mit Nick. Wer weiß, mal schauen. Wir werden uns zurück. Na, ich weiß ja nicht. Alles, was uns gehört. Uns gehört ja nichts. Ach, uns gehört ja nichts. Gut, ich werde jetzt mal hier oben die Blutschwäne angreifen. Ne, die Blutschwäne sind meine. Ich werde die Legion Nummer 3 angreifen und sie töten. Die fliehen natürlich, die Feigen. Oder halt auch nicht. Aber ich komme ich da noch hinterher? Ja, da komme ich noch hinterher. Ich werde zumindest dich ein ganz kleines bisschen rächen und einen ihrer Armeen töten. Und zwar komplett auslöschen. Es war nur 6er Armee, aber immerhin 440 tote Römer und es sind 440 Römer weniger, was gut ist. Ich hoffe, uns hören gerade keine römischen Zuschauer zu. So. Glaube nicht. Dann Einheitenverstärkung machen wir. Wie viele Leute wieder da? Und dann holen wir meine andere Truppe hier noch mit runter. Die müssten ja jetzt schon wieder so ein bisschen aufgeladen sein. Genau, meine 20er Armee. Mhm. Unterstützen sich die Legionen hier? Nee, die hier außen nicht. Na, dann kann ich ja mal gucken, dass ich da vielleicht hinlaufe und die dann... Na, jetzt zieht er sich natürlich zurück. Klaro. So. Gut. Dann rekrutieren wir mal noch ein paar Einheiten. Das ist halt auch total bescheuert, dass man nicht zusammen agieren kann, dass man jetzt nicht sagt, okay, wir stellen uns jetzt in Position und attackieren gemeinsam. Ja gut, das ging ja bei Rom auch schon nicht, ne? Da musste man ja immer voraus. Ja, richtig. Das ist natürlich ein bisschen schade. So, ich beende mal die Runde, hoffe, die Streitkräfte hat gefährlich... Ach Mann, was ist denn mit eurer scheiß Integrität, ey? Es kotzt mich so an. Was soll ich denn noch machen? Komm, jetzt haltet die Fräse. So, Nick, bei dir müsste es jetzt schneller gehen. Du hast ja nur noch eine Armee. Ja. Und kein König. Das heißt, alle Entscheidungen werden sehr schnell getroffen. Ohne König. Könntest du... Nee, du müsstest ja um Sirmium rumlaufen, ne, um zu mir zu kommen, dann, damit wir wieder irgendwie zusammen... Ja. So. Ist wahrscheinlich zu weit weg. Umblo, meine Tochter, meine Schwester... Deine Tochter oder Schwester? Ist, man weiß es nicht. Nee, meine Schwester... Die Schwester, also jetzt eigentlich, wenn ich immer den Regenten, eigentlich den Regenten spiele, dann bin ich jetzt 3. Yay! Und meine Tante ist jetzt die Regentin. Naja, es hat die Königmutter sozusagen. Ja. Die Königsmutter. Das ist ja lustig. Lalalala. Not. Aber gut, das passiert wenigstens automatisch. Da muss hatte ich aber, machen. Wie gesagt, bei meinem eigenen Spielstand auch mehrmals. Dass dann, da musste irgendwie ein 5-Jähriger, war dann der Chef und so. Also, das passiert. Ist halt nur, eigentlich nur realistisch. Ja. Meine Familie ist so klein. Das kommt mir so komisch vor, weil ich jetzt am Ende bei meinen Franken dann da hatte ich irgendwie 40 Mann in der Familie. Jetzt gerade mal 5, 6. Da geht doch noch was. Es sei denn, wir werden jetzt demnächst ausgelöscht, dann geht da nichts mehr. Dann müssen wir neu anfangen. Ja. Machen wir mal das hier. Das erforsche ich. Das mache ich jetzt mit meiner Armee. Die stelle ich mal hinter die Stadt. Ja, möglichst weit weg von den Scheißrömern. Dann sind wenigstens noch die Sirmier da im Weg. Dort baue ich ein Lager. Dann kannst du dich ein bisschen heilen. Warum kann ich eigentlich mir deine Armee nicht angucken? Ich check das nicht. Ich sehe halt, deine Armee nicht. Ne? Also. Schleuderer? Sind wir vielleicht irgendwie gar nicht offiziell verbündet? Weil wir spielen ja an sich ein Koop-Spiel. Also ich verstehe jetzt gerade irgendwie das nicht, warum wir nicht gegenseitig wenigstens sehen können, welche Einheiten wir in der Armee haben. Das ist irgendwie seltsam. So, ich glaube irgendwie... Ach... Soll ich dir sagen, warum ich so wenig Geld habe? Dadurch, dass ich in die Stadt gegangen bin und wieder rausgegangen bin, ist es auch alles wieder auf Stufe 1 zurück, ne? Aha! Ach, fickt euch doch, ganz ehrlich. Das hätte man also, ja wissen müssen. Das mit der Idee, mach mal eine Stadt und guck dann mal, was Schönes passiert, nicht gut mit. Ja, vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, was da für Sachen doch dranhängen. Das ist dann ja schlecht. Das hat bestimmt trotzdem Vorteile, irgendwie sich die Städte zu holen und so, aber... Ich glaube nicht. Ich glaube schon, denn das wäre ein ziemlich seltsam balancedes Spiel, wenn man das
wenn das keinen Sinn machen würde. Tja, und da ist die nächste Region zerstört. Die Hunnen haben eine Stadt zerstört. Ja, so haben sie Serdica, haben sie jetzt in Ruhe gelassen. Naja, na, ist ja nett von ihnen. Oh, ich werde mal wieder angegriffen. Ja, Ja, aber aber schön. du kannst, müsstest fliegen können ohne Ich, Problem, ja, oder? ohne Probleme ist gut. Die werden mir bestimmt gleich hinterherrennen. Ach du Scheiße. Ja, jetzt kann ich nicht mehr fliehen. Jetzt ist dann übrigens auch meine 20er Armee dann gleich tot. Dann ist Dann ausgeglichen, ist würde ich sagen. ausgeglichen. Ja, ich spüre das Verlangen, ein neues Spiel zu beginnen. Es steigt in mir auf. Ich weiß nicht so genau, warum. Ich verstehe es nicht. Ich hab nur super Spaß mit der Partie. 2200 Mann verloren. Aber ich finde es jetzt gerade eher lustig. Aber ja, ach, guck mal, jetzt verliere ich sie alle. Jetzt, ich ziehe mich nochmal zurück. Vielleicht geht das noch. Na? Ja. Ja, ich Du überlebe. bist safe. Meine kleinere Armee hat überlebt. Yeah. Yeah. Das hat sich Also wenn die gelohnt. Römer dich jagen, dann rennst du ganz weit Die weg. ostgermanischen Separatisten wollen Friedenspakt mit mir. Können sie haben. Komm. Ich bin gerade ein sehr guter Verbündeter. Das lohnt sich, mit mir verbündet zu sein. Ach, heute Abend ist übrigens, heute Nacht ist Wettpöbeln bei uns in der großen Halle, die wir nicht haben, weil wir sind ein wanderndes Volk, aber egal. Und da kann ich mitspielen. Im großen Zelt. Ja, im großen Zelt. Ich werde jetzt mal Wettpöbeln, werde ich natürlich selber teilnehmen, ist ja klar. Das schicke ich ja keine anderen Leute. So, jetzt habe ich natürlich das klitzekleine Problem. Oh, ich habe aber richtig viel Geld jetzt, ne? Weil meine Armee ausgelöscht ist, habe ich kaum noch Kosten, aber irgendwie verdiene ich jetzt mehr. Fast 2000 plus. Schön. Habe ich jetzt zwar nicht so viel von, weil ich keine Leute mehr habe. Aber was soll's. Gut, ich nehme mal an, ich drücke jetzt mal auf Runde beenden. Ich nehme mal an, sobald die Römer wieder dran sind, bin ich tot. Weil ich ging. Durch die starke Verbindung unserer beiden Völker haben sich Beziehungen zu diesen Verbünden etwas verbessert. Etwas. Gesinnung plus 60 mit Dakien. Ach, Dakien. Das sind unsere einzigen Freunde auf der Welt. Das sind wirklich. Ja, die Sirmier sind's auch. Naja, das sind aber nur, das sind ja so Emporkömmlinge, aber die Dakier, die sind ja schon lange unsere Freunde, schon seit 5 Jahren oder so. Ich komme leider auch nicht bis zu Ja, dir, es ne? nützt ja auch nichts. Also sonst könnten wir eine große Finalschlacht irgendwie machen, wo alles auf eine Karte gesetzt wird. Aber ich denke, jetzt ist es dann vorbei mit mir. Oder mit dir. Einer auf eins von beidem. Kannst ja fliegen. Aber immer nur weglaufen, das ist doch auch nichts. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Da sind sie wieder. Oh, greift doch die Hunden an, nicht mich! Mann. Was habe ich euch denn getan? Muss zu meiner Richtung Ja, das fliegen. haben sie ja schon gemacht. Aber sie sind nicht so weit gekommen. Aber guck mal, ich lebe noch. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie bringen sie den Job nicht zu Ende momentan. Ganz schöne Luschen. Nicht Angriffspakt mit Illyrien? Ja, naja, gerne. Ich dachte, das habe ich schon. Aber habe ich wohl nicht. Mission erteilt. Ich soll folgender Fraktion den Krieg erklären: den Gepiden. Die sind irgendwo hier ja auch in der Gegend. So, ich ziehe mich jetzt mal zu dir zurück. Aber Auf solange ich jeden. jede Runde fliehen muss, bringt mir das auch nichts, weil ich keine neuen Einheiten rekrutieren kann, wenn ich fliehe. Ich hätte jetzt gern mal ein paar neue Einheiten, meine Freunde. Wie wäre es denn damit? Kann man eigentlich auch irgendwie eine neue Armee aufstellen? Eigentlich nicht, ne? Müsste ja Müsste gehen. gehen, aber ich weiß nicht wie. Vielleicht nur, wenn man lagert oder so. Vielleicht kannst du einem deiner Leute sagen, Aktion, Armee aufstellen. Man weiß es nicht. Ich glaube, wenn man lagert, weil ich sehe es sonst nirgendwo. Na gut, ich mache das jetzt einfach mal schnell hier. Ich mache jetzt hier nicht ewig irgendwelche Sachen. Die haben immer noch niedrige Integrität. Ist mir egal. Weiter, nichts dran. So, jetzt kommt Sehr zu gut. uns. Söldnerkontakte 3. Römer kommt einfach zu uns jetzt gleich und dann beenden wir es hier wie echte Männer. Genau. Aber Abea. vorher werde ich den Illyriern sagen, macht mal Angriff gegen die Armeen über Ja, mach euch. mal die Römer kaputt.
Vielleicht können sie sie ja besiegen. Wann machen sie das jetzt? Normalerweise in den nächsten ein, zwei Runden. Also gehen sie los. Kommt darauf an, wie weit die Sachen weg sind. Da müssten sie jetzt ja. Nee, nicht weit. Ja, ich. Warum laufe ich denn jetzt dahin? Trottel. What? Wolltest du gar nicht? Ja, das habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, Oh, Illyria geht dahin. guck mal, die Hunde, die, Ah, ach, die die Hunde wollen laufen mich nicht auch noch. Du dahin. bist die ganze Zeit so ein Hundenfreund gewesen, ne? Aber das sind in Wirklichkeit sind das die Allerschlimmsten. Das sind nämlich die Du Allerschlimmsten. rennst in die falsche Ja, aber Richtung was kann ich denn zurück. dafür? Jetzt sind hier drei Hunde am Ende. Ja, komm, dann ist jetzt für mich ist dann jetzt vorbei. Aggressiv. Und dann bin ich tot. Na, guck mal, da überlebst du doch sogar. Deine Mutter überlebt. Wow, guck mal, wie schön ich überlebt habe. Hab ja nur fast alle meine Leute verloren. Den 176 General Leute sind steht noch noch. übrig. Das ist jetzt aber wirklich Battlestar Galactica, du. Ah, jetzt sind sie alle tot. Schön. Hat er nochmal Ja, sicher, hat er nochmal nachgestochen. nachgestochen? Ja, Niederlage steht hier. Oh, also wenn einer von uns tot ist, sind wir beide tot. Ach nee, da müssen wir also aufeinander aufpassen. Ja, Mist. gut. Das Gut zu war dann wissen. Durchlauf Nummer 1. Wir sehen uns zu einer zweiten Staffel wieder, würde ich sagen, von Total War Rome 2 Attila. Was für ein langer Titel. Und da Ja. werden wir dann andere Völker spielen und ich denke, wir haben beide Lust, jetzt auch mal wieder eine feste Ansiedlung irgendwie zu machen. Ja, ich glaube, das macht mir mehr Vor allen Spaß. Dingen haben wir da mehr Erfahrung und überleben vielleicht auch länger. Aber. Vor allem macht es mir irgendwie, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich hier nichts aufbauen kann. Also ich meine, klar kann ich dann 20 Armeen Ja. aufbauen. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich habe nicht gesehen, wo ich eine neue Ich auch Armee aufbauen kann. nicht. Es wird schon gehen. Aber Keine Ahnung. Ja, wir machen das jetzt einfach mal irgendwie ganz habe ich. klassisch, wie man das kennt Genau. aus Total War. Und vielleicht leben wir dann länger als, was haben wir jetzt? 3 Jahre haben wir überlebt, glaube ich. So Ja. circa. Vielleicht schaffen wir ja auch 4 Jahre. Aber das seht ihr dann Ja, in mal gucken. Season 2. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.